Und wir fordern ihn auf, eine sofortige humanitäre Evakuierung der Menschen aus Mariupol möglich zu machen. Und das ist eine Aufforderung, ist ein Appell, den wir beide in Richtung Russland geben, im Angesicht des Elends, im Angesicht des Elends, was uns täglich aus den Bildern, mit den Bildern von Mariupol vor Augen geführt wird. Vielen Dank.